So, seid ihr soweit? Ja, alles fertig. Gut. Und wünschen wir uns was oder so? Nein, leg nur los, Dagi. Es war doch nett von Wayne, dass er uns die Weihnachtslichter geliehen hat, hä? Ja, und los geht's. Ah, da muss ein Kurzer in der Leitung sein. Wayne hat aber auch einen Kurzen. Ich wollte, dass alles so ist, wie es sein soll. Das ist unser erstes Weihnachten als Familie. Ja, es fehlt nur Mom. Ja, Beth natürlich. Das wäre was Besonderes, was? Ja, wäre wirklich schön, alle zusammen an Weihnachten. Also, ich habe das Gefühl, das wird sowieso ein besonderes Weihnachtsfest. Ja, was gibt es wohl Schöneres, als es im Hause Rivers zu feiern mit der traditionellen Weihnachts-Ananas-Pizza? Jetzt hör auf, Mann, wir haben einen Vogel im Rohr. Hast du Wayne eingeladen? Jetzt hack nicht auf Wayne rum, ja? Es ist Weihnachten. Ja, warte bis zum Erntedankfest. Okay, Dagi, du reparierst die elektrischen Kerzen. Ich habe noch so viel zu tun. Oh, das geht vorerst noch, aber heute Abend habe ich einen Gig. Ah ja? Ja, ich spiele im Krippenspiel der Taxifahrer mit. Ja, ich spiele den Erzengel. Ich gehe hin. Hallo, verzeihen Sie bitte, wenn ich störe, aber unser Auto fährt nicht mehr und ich wollte nur fragen, ob ich hier mal telefonieren darf. Oh, klar, Mann, kein Problem. Darf meine Frau auch reinkommen? Sie möchte nicht im Wagen warten. Ja, kein Problem. Ich habe einen Bus, da kann sie warten. Ich hab's ihm gesagt. Ich sagte, wir haben einen weiten Weg. Schau nach dem Auto. Aber hört er auf seine Frau? Guten Abend. Nicht den Sessel, das Sofa. Ich muss da schon für zwei sitzen. Uff. Entschuldigen Sie, wenn wir Sie am Weihnachtsabend überfallen. Ach, das macht doch nichts. Sowas kann schon mal vorkommen. Kommen Sie, das Telefon ist da. Wollen Sie vielleicht eine Tasse Kaffee? Ach, Sie sind wirklich nett. Tee in einem Becher, nicht in der Tasse. Schwach. Ein Zucker, nicht rühren. Und drücken Sie den Teebeutel nicht mit den Fingern aus. Das ist unhygienisch. So, Sie kommen von weit her. 3 Stunden mussten wir fahren. Ich hab's ihm gesagt. Ich sagte, ruf das Hotel am See an. Lass dir die Reservierung bestätigen. Aber hört er auf seine Frau? Gibt es bei unserer Ankunft ein Zimmer? Klar, sehr viele Zimmer, alle voll. Also hatten Sie kein Zimmer in der Herberge? Überbucht, haben Sie gesagt. Überbucht. Weiter weg ist eins frei. Schön, wenn man ein Auto hat, das einen dorthin bringt. Auf dem Esel wäre man schneller. Und wann soll das Baby kommen? Ach, nächste Woche, wenn Einstein richtig gerechnet hat. Na, hoffen wir, das Krankenhaus ist nicht überbucht. Krankenhaus! Er muss eine große Enttäuschung für Sie sein. Ich glaube, die kommen nicht so schnell. Also werden wir besser draußen im Auto warten. Oh, das ist doch nicht nötig. Sie können hier drin warten. Oder nicht? Was? Ja. Es ist nur damit ich das richtig verstehe. Sie sind im 9. Monat schwanger und es gab kein Zimmer im Hotel. Noch ein Treffer und Sie sind Hauptgewinner. Es ist der Weihnachtsabend, verstehen Sie? Und Sie bekommen jeden Augenblick ein Baby. Nächste Woche. Entschuldige, Schatz, aber vergiss nicht, in meiner Familie kommen alle Babys zu früh. Nicht nur die Babys. Also sagen Sie es mir. Hä? Was wollten Sie eigentlich sagen? Sehen Sie das nicht? Es ist wie in der Weihnachtsgeschichte. Welche Weihnachtsgeschichte? Du weißt doch, die Weihnachtsgeschichte, die erste. Die von Charles Dickens? Oh, du meinst die mit Bing Crosby? Nein, auf der 34. Straße. Nein, nein, die Weihnachtsnacht. Die allererste. Und was, arbeiten Sie so? Nein, nein, sagen Sie es mir. Ich wette, Sie sind Ich wette, Sie arbeiten mit Holz. Nein, ich bin im Formenbau. Das ist alles seine Arbeit. Entschuldigung, wir haben uns gar nicht vorgestellt. Meine Frau Rivka und ich bin Simon, Zimmermann. Und wann ist die Gerichtsverhandlung? Welche Verhandlung? Wegen der Renovierungsarbeiten. Wer hat die gemacht? Attila der Hunde? Die sind noch nicht abgeschlossen. Wir haben alles selbst gemacht. Na, da habe ich eine Erklärung. Hier sieht's aus wie in einem Stall. Wo binden Sie die Tiere fest? Und dann, als wir über die Kreuzung fuhren, flackerten plötzlich die Ampeln und gingen aus.
Tatsächlich? Ja, dann gab es einen Blitz und das Auto hielt wie von Geisterhand an. Und machen Sie die Weihnachtskerzen auch an? Nein, im Augenblick nicht. Schinken- und Käse-Sandwich? Oh, es tut mir leid. Wir dürfen das nicht essen, es ist nicht koscher. Oh, na dann koschern wir es doch, wenn Sie wollen. Trace? Nein. Meine Frau und ich sind jüdischen Glaubens. Sie sind Juden? Mit Namen wie Simon und Rivka halten Sie uns für Chinesen? Nein, 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 nur ich meine, Sie sind Juden und schwanger? Naja, nur Rivka, ja. Haben Sie ein Problem damit? Nein, Bobby hat kein Problem damit, nicht Bobby? Nein, 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 ich meine, wir sind alle Brüder und besonders an Weihnachten. Sag's ihm, Simon. Wir feiern Weihnachten als solches nicht. Nein, nein, richtig, nein. Wir auch nicht. Nur zu Weihnachten. Und was machen Sie so zu Weihnachten, Mann? Wir fahren 3 Stunden durch die Botanik und fliegen aus dem Hotel. Das ist ja ein komischer Brauch. In 2 Jahren müssen wir zu seiner Mutter. Rivka, ruhig, wir sind Gäste, bitte. Was willst du? Der Kerl ist doch drogensüchtig. Entschuldigen Sie uns. Bobby, hör auf mit Weihnachten. Die haben damit nichts am Hut. Denen ist es sowieso nicht recht, dass sie sich bei uns aufhalten müssen. Ja, aber Trace. Hey, Dagi, das ist doch wirklich ein verblüffender Zufall. Verstehst du? Das sind Juden, Mann. Juden. Bobby, komm mit, komm mit. Du, das heißt gar nichts, okay? Das ist, verstehst du, das ist wie bei diesem Kerl in Südamerika. Weißt du, der den Fisch gefangen hat, ihn aufgemacht hat und es war ein Brillantring darin, den seine Frau die Woche davor verloren hat. Ja, aber waren das Juden? Vergiss es, Bobby. Simon sagt, ich soll nach seinem Auto sehen. Vielleicht kriege ich es wieder in Gang und die dann auch. Klar. So. Wo sind die anderen alle? Hm? Ich glaube, die holen ihre Geschenke, um sie unter den Baum zu legen. Oh, ich hoffe, das macht ihnen nichts aus. Hm? Sie haben eine fabelhafte Familie. Danke, danke. Und die Mutter der Kinder sieht sehr jung aus. Oh, Tracy ist nicht ihre Mutter. Beth war ihre Mutter, aber sie ist tot und deswegen leben sie bei mir. Arme Kinder. Was wünschen Sie sich? Netten Anästhesisten. Rivka möchte einen Jungen. Wird das ihr erstes Kind sein? Das ist das Verblüffende. Rivka und ich dachten, wir könnten keine Kinder kriegen. Und dann plötzlich, wie aus dem Nichts. Oh, wie ein Wunder. Nein, Simon hat geschnallt, dass Sex die Voraussetzung ist. Hast du das gehört, Dagi? Bobby, wo ist der Werkzeugkasten? Er ist nicht im Bus. Oh, im Gästezimmer. Ich habe die Scharniere repariert. Danke. Entschuldige, Mann. Dagi! Ja? Wenn das jetzt 3 weise Männer mit Geschenken sind, geht hier was unheimlich Seltsames vor sich. Constable Brown. Fröhliche Weihnachten Ihnen allen. Tja, Constable Bree, fröhliche Weihnachten. Darf ich mir die Freiheit nehmen, Ihnen meinen Partner vorzustellen? Constable Ruffles. Dürfen wir vielleicht eintreten? Natürlich, kommen Sie rein. Was gibt's? Wir haben eine Anzahl Anrufe bekommen wegen eines hellen Lichtes, das über diesem Haus gesichtet wurde. Ein helles Licht? Sie sagen es. Sowas wie ein Meteorit nehmen wir an. Ah, ein Meteor. Korrektur. Meteorit. Ein Meteor ist einfach ein fallendes Stück von himmelsgeborener Masse. Ein Meteoroid ist, ohne Frage, ein Objekt, das tatsächlich auf der Erdoberfläche aufgeschlagen ist. Puff! Woher wissen Sie, dass es gelandet ist? Wir haben unsere Quellen. Aha. Guten Abend. Guten Abend. Wir sind nicht mit dem verwandt. Wir würden gern in Ihrem Garten nach Spuren suchen von ungewöhnlichen Phänomenen. Korrektur. Phänomen. Tja, ein Meteorit, das sage ich gleich Thomas. Senior Sergeant Weiser hat es persönlich gesehen. Constable! Entschuldigung. Was? Haben Sie gesagt, Senior Sergeant Weiser? Nur versehentlich. Wie, und er ist Ihr Boss? Das ist korrekt, Sir. Aber das macht Sie ja zu Weisens Männern. Dagi, weise Männer, die einem Licht folgen. Ja, genau, Bobby, genau. Haben Sie Geschenke? Ja. Sie sind nur zu zweit, Bobby. Ciao, ihr wunderschönen Menschen, hier kommt euer Wayne mit Geschenken. Wayne ist der Dritte. Bobby, verrat mich nicht, es ist Weihnachten. Constable,
und... Warum hast du mir nicht gesagt, dass ihr eine Meteoritenparty feiert und du lädst mich nicht dazu ein? Psst. Reparieren Sie das Auto? Hör zu, Shirley Temple, ich bin kein Schmieröl-Affe, ja? Ich repariere keine Autos, ich bin Agent der Stars. Dann reparieren Sie ein Ford Galaxy. Tut mir leid, ich komme mit Ihrem Auto nicht zurecht, leider. Naja, danke für die Mühe. Ach, schon gut. Dagi, die sollten, glaube ich, heute Nacht nicht mehr weiterziehen. Ja, genau. Es ist schon spät, Bobby. Ich schlüpfe jetzt in mein Kostüm für das Krippenspiel. Okay? Fröhliche Weihnachten, Bobby. Oh, Wayne, danke, Mann. Das sollst du doch nicht. Nur eine Kleinigkeit. Oh, Zuckerpuppe. Hört mal, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Lockenwickler? Nein. Nein? Ich möchte ein winziges Küsschen von meiner Nummer 1 Zuckerpuppe. Brokkoli? Das ist eine italienische Tradition. Entschuldige, ich muss den Truthahn stopfen. Was hat ein Truthahn, was Wayne nicht hat? Persönlichkeit? Glückstruthahn. Hey, das sind ja meine alten Demobänder. Wo hast denn du die her? Deine alte Plattenfirma hat sie mit dem Tantiemen-Scheck geschickt. Geil, wo ist er? Die Post hat ihn verschlammt. Ich wollte gerade anrufen, Bobby. Das Telefon geht nicht. Mir nicht glauben, wenn ich dir sage, was hier so vor sich geht, Mann. Siehst du die beiden da? Ja, wer sind die Schmucks? Das sind keine Schmucks, das sind Juden. Das ist Rivka. Sie ist im 9. Monat schwanger. Und da war kein Zimmer frei im Hotel. Und er ist Zimmermann. Und es ist Weihnachtsabend. Und weise Männer kamen und folgten einem Licht. Ja? Ja? Ja. Und was gibt's zu essen, Bobby? Nein, Wayne, verstehst du? Ah, das Ding ist geplatzt. Das Wasser kommt. Ah, oh, shit. Zuerst das Telefon und jetzt die Wasserleitung. Santa Madonna. Nein, nein, Bobby. Ich habe das in Mamas Hühnerstall gesehen. Die schwangere Zuckerpuppe legt uns ein Ei. Oh, Wayne. Los, hol Tracy, ich bete nach dem Krankenwagen. Telefonier nach dem Krankenwagen. Das Telefon geht ja nicht. Tu etwas, es kommt gleich. Oh mein Gott, doch Stroh, Bobby. Sie können es jetzt nicht bekommen. Es ist noch nicht Weihnachten. Was ist hier los? Ich höre euch. Sie legt euch ein Ei. Sie kriegt ein Baby. Hier, jetzt. Dann ruft den Krankenwagen. Das Telefon geht doch nicht. Hol ein paar Leintücher. Was jetzt, Zuckerpuppe? Für das Baby. Halt! Polizei! Stehen bleiben! Jemand hat hier um Hilfe gerufen. Oh, Wayne ist schwanger und die Leintücher gehen nicht, aber alles ist unter Kontrolle. Gut, dann können wir ja wohl gehen. Es ist gar nichts unter Kontrolle, Bobby. Stellt mal Wasser auf! Oh, weiß, zwei Zucker, danke. Ich rufe einen Krankenwagen. Das Telefon geht doch nicht! Sie sind Polizist, machen Sie irgendwas! Über Funk! Lang- oder Kurzwelle? Der Polizeifunk im Auto! Eigentlich haben Senior Sergeant Weise und Polizeiwachtmeisterin Bardot den Streifenwagen. Wir gehen zu Fuß. Leintücher, Zuckerpuppe! Holt eine Schnur, eine Schere und saubere Handtücher! Eine Schere! Leintücher, Zuckerpuppe! Immer keuchen! Und Sie müssen drücken, wenn Sie es für richtig halten. Nicht mich, Bobby, Sie! Tracy, sie will uns irgendwas sagen, Mann. Tun Sie Ihre Hände von meiner Brust, Sie Ferkel. Ist die Schere richtig? Ich brauche mehr Licht. Mehr Licht für die Zuckerpuppe. Nein, mehr Licht! Bitte, sei mir keinen Sex. Ich brauche Licht. Ich hole Kerzen. Licht, Zuckerpuppe. Du siehst im Halbdunkeln wunderschön aus, Zuckerpuppe. Mehr Licht. Das ist der da, jetzt kann ich sehen. Ich sehe es. Kommen Sie, drücken. Geist,
Was macht ihr für einen Krach und was ist mit dem Licht? Oh, Mann. Dagi, schnell. Komm her, ein kleines Baby. Ein kleines Baby. Frohe Weihnachten, Kumpel. Herr Hirte vom Feld. Wollt ihr die Lämpchen? Welcher Engel hat sie geschickt? Ja, das wäre der Engel Cheryl bei uns im Depot. Ja, zwei Lämpchen hat sie gesagt, hierher als Geschenk für Kinder. Aber wir haben doch gar keine bestellt. Naja, Cheryl hatte vielleicht schon zu viel Weihnachtspole. kommen Sie rein. Danke. Wir haben gerade ein Baby gekriegt. Oh, gut. Der Wahnsinn. Ein männliches Baby, geboren am Weihnachtstag. Ein weibliches Baby. Tatsächlich kein Junge. Es ist kein Junge! Haben Sie ein Problem damit? Nein. Ja, ich hoffe wirklich, Sie finden, was Sie suchen. Eines müssen Sie sich merken. Die Polizei findet immer ihren Meteor. Danke und gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Was für eine Nacht. Es war nett von dem Fahrer, dass er dem Baby die Lämpchen geschenkt hat. Ja, das war wirklich nett, was? Ach, es ist eben Weihnachten, Bobby. Ja. Was für eine Nacht. Tja, am Ende hast du wohl recht behalten, Bobby. Nee, Mann, ich habe mich total geirrt. Es war ein Mädchen. Nein, ich meine, dass es ein Weihnachten wird, das wir nie vergessen. Na, wie geht's der glücklichen Familie? Ganz gut. Rivka schimpft nur über die Nylondecke in meinem Bett. Das Baby ist so niedlich. Du warst riesig, Trace. Wo hast denn du das alles gelernt? Arztserien im Fernsehen. Übrigens, Rivkas Arzt ist schon unterwegs. Ich glaube, er hat im Krankenhaus wohl noch die Kinder unterhalten. Ach, ich glaube, wenn alles vorbei ist, sollten wir etwas feiern. Ja, mach doch mal ein bisschen Musik. Hä? In der Schachtel, dort findest du sogar was von mir. Stimmt's, Wayne? Auf Mamas Hühnerfarm, da kommen sie aus Eiern und sind flaumig. Ja, genau. Ein Mädchen, also sowas. Du hast wirklich einen Jungen erwartet, stimmt's? Naja, es war ja ziemlich verrückt. Du musst zugeben, so viele Zufälle. Ja, und mehr war es nicht, Bobby. Das stimmt, Bobby. Kein Wunder in Sicht. Weihnachtsalbum 1975? Hey, daran erinnere ich mich. Wir haben ein paar Demos gemacht und danach haben wir so ein bisschen rumgesponnen. Ich spiel's mal. Oh nein, Bobby. Nein, Leute, kommt schon, das wird schön. Dann hätten wir unser Wunder. Beth, komm, mach mit. Oh, Bobby, nein. Das ist Beth. Na los. Es ist Mom. Komm zuerst du. Bobby, ich singe nicht. Na, doch. Jetzt nein. Nimmst du das auf? Nein, noch nicht. Also gut, aber nur kurz. Gut, also los geht's. Nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knall. Schlaf in himmlischer Ruhe. Schlaf in himmlischer Ruhe. Frohe Weihnachten. Ja. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Frohe Weihnachten, Kinder. Wer ist Beth? Oh, ich glaube es nicht. Ach, lass mal, Trace. Also, nach heute Abend, sage ich dir, da glaube ich wirklich alles. Ich bin Dr. Standish. Bekommt hier jemand ein Baby?